Hey meine Freunde, willkommen zu Top 5 Designs of the Week, Week Nummer 5, ja 5 ist es. Und ja, wir fangen auch gleich an mit dem 5. Platz. Auf Platz Nummer 5 haben wir wieder den Fixel mit einem Banner für Vapor. Hier gefällt mir sehr gut das Lighting von bei dem Skelett-Render. Geht vielleicht sogar noch besser, aber verdienter 5. Platz. Yeah. That body's a blessing, girl. Auf dem 4. Platz. Diese Woche haben wir ein Banner für Drown von Fix, also V-I-X-X, glaube ich. Hier gefällt mir die Schrift gut, dass es irgendwie so ein Portal ist und dass vor der Schrift halt so eine Art Grastextur ist. Und vor allem die Spinnen, dass die auch so bewegt, also die Arme so gebannt halt. Ja, egal, gefällt mir recht gut. Yeah. That body's a blessing, girl. Auf dem 3. Platz haben wir MRS oder halt Mrs., keine Ahnung. Hier gefällt mir die Idee gut, jedoch halt nicht, dass die leuchtenden Konturen so krass sind und dass man halt fast nichts von dem Skin sieht, der in der Mitte ist. Aber sonst finde ich den sehr nice. Yeah. That body's a blessing, girl. Auf Platz 2 haben wir Dope mit einem Banner für Renox, so wie ich hier sehe. Die Skin-Render finde ich jetzt nicht so gut, aber dafür finde ich die Schrift mega nice. Und dafür, im 2. Platz. Nice. Yeah. That body's a blessing, girl. Auf dem Platz Nummer 1 haben wir Heart Spirit mit einem Banner für Storm. Hier finde ich sehr einfallsreich, dass das O halt dieser Enderdrachenkopf ist und was es da drüber sein soll, weiß ich nicht, aber sieht ganz okay aus. Links haben wir schönes Skinrender, wie der auf Steinen steht und drunter so Zombies sind, rechts ebenso mit einem Steve-Kopf. Und links sind auch Steve-Köpfe und halt rechts noch ist für schöne Ender-Dragon. Ja, finde ich sehr clean und gefällt mir. So, falls diese Woche leider nicht dran gekommen seid, dann sendet irgendwelche Designs halt nächste Woche wieder ein. Dann ist es Week Nummer 6 und ja, viel Erfolg.